Freitag, 12. März 2021. Jesus sagte: Mein Volk, im heutigen Evangelium erinnere ich euch an meine beiden großen Gebote, mich zu lieben und euren Nächsten zu lieben wie euch selbstständig. Ihr seht heute, wie der Teufel seine Untertanen inspiriert, den Menschen zu töten, weil der Teufel den Menschen dafür hasst, dass er seinen Platz im Himmel einnimmt. Ihr seid euch der Todeskultur bewusst, die ihr bereits habt, wo die Bösen die Ungeborenen töten wollen und Euthanasie zum Töten der alten Menschen haben. Die Bösen fördern auch Kriege, um Menschen zu töten, sogar die Harpmaschine wurde eingesetzt, um Menschen durch Unwetter und Erdbeben zu töten. Der neueste böse Plan ist, Millionen von Menschen mit Hilfe von Viren und sogenannten Impfstoffen zu töten. Die meisten Menschen verstehen das wissenschaftliche Übel nicht, wie die chinesischen Kommunisten Biowaffenviren benutzen, um Menschen auf der ganzen Welt zu töten und zu kontrollieren. Die andere Verschwörung ist, wie die Medien die wirkliche Heilung dieses Coronavirus mit Ivermectin und Hydroxychloroquin herunterspielen. Jetzt werben die bösen Menschen für Impfstoffe, die scheinbar die Symptome heilen, aber in Wirklichkeit ruinieren sie ihr Immunsystem, indem sie die Samen des Virus in jede Zelle ihres Körpers einpflanzen. Wenn dann der nächste Angriff des Coronavirus erfolgt, werden die geimpften Menschen sterben, wenn sich ihr Immunsystem selbst zerstört. Unschuldige Menschen werden ermutigt, diesen Impfstoff zu nehmen, der die Menschen bei der nächsten Virusattacke töten wird. Aus diesem Grund schlagen verschiedene Ärzte Alarm, diesen Nanoimpfstoff nicht zu nehmen. Sie prognostizieren sogar, dass 50 Millionen Amerikaner bei der nächsten Virusattacke sterben werden, weil ihr Immunsystem überreagieren wird und sie sterben könnten, wenn sie den Impfstoff nehmen. Ich werde meine Gläubigen zu meinen Zufluchtsorten rufen, um vor der nächsten Virusattacke geheilt zu werden. Diejenigen Menschen, die geimpft sind, können auch in meinen Zufluchtsorten geheilt werden. Ich werde mich um mein Volk kümmern, aber ihr müsst auf meine innere Eingebung hören, eure Häuser zu verlassen und in meine Zufluchtsorte zu gehen. In jedem Fall, der euer Leben gefährdet, werde ich euch in die Sicherheit meiner Zufluchtsorte rufen. Ich liebe euch alle, und ich werde euch in eurer Not beschützen. Jesus sagte: Mein Volk, ihr habt Reden von euren Impfstoffpromotoren gehört, dass es einen zweiten Angriff des Coronavirus geben wird. Die Wissenschaftler haben bereits große Mengen dieses neuen Virus im Labor hergestellt, und sie sind bereit, es über die ganze Welt zu verbreiten, sobald sie eine gute Anzahl von Menschen geimpft haben. Die chinesischen Kommunisten haben mit einigen ihrer Wissenschaftler zusammengearbeitet, um das erste COVID-19-Virus herzustellen. Die gleichen Leute haben auch einen zweiten Coronavirus vorbereitet, der viele Menschen auf den Straßen sterben lassen wird, wie sie in einer früheren Vision gesehen haben. Diese Bösen sagen ihnen, was sie tun werden, und dann führen sie ihren bösen Plan aus. Die geimpften Menschen werden in kurzer Zeit sterben, wenn sie dem neuen Virus ausgesetzt sind. Kurz bevor die Bösen diesen neuen Virus verbreiten werden, werde ich meine Gläubigen zu meinen Zufluchtsorten rufen, wo ihr von jedem Virus geheilt werden werdet. Vertraut darauf, dass ich mein Volk vor all den Todesdrohungen der Bösen, die Satan folgen, schützen werde. Übersetzt mit www.dbl.com/translator, kostenlose Version.